Hauptschule ist vielleicht so, wie sie jetzt gerade ist, etwas überholt. Wir hatten keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was die Mittelschule ist. Gibt es die schon, echt? Ja. Naja, ich finde die Schüler da ziemlich, also ich finde, da müssten mehr pädagogische Kräfte auf jeden Fall eingesetzt werden, weil ich glaube, die sind ziemlich schwer zu handeln. Also die Hauptschulen. Meinungen wie diese zur Hauptschule und ihrer neuen Form, der Mittelschule, sind leider keine Seltenheit. Dabei ist die Mittelschule ein unverzichtbarer Teil des bayerischen Schulsystems. Die Grund- und Mittelschule hier Scheid ist eine von 928 bayerischen Mittelschulen. Die frühere Hauptschule hat sich, wie viele andere in Bayern, im Zuge der Hauptschulinitiative zur Mittelschule umgewandelt. Ja, die Mittelschule hier Scheid liegt in Oberfranken, ja, zwischen Bamberg und Forigheim im Regnitztal. An der Mittelschule hier Scheid werden ca. 350 Schüler unterrichtet in 18 Klassen. Davon sind 11 ganz normale Klassen, die zum qualifizierenden Abschluss führen, und 7 M-Klassen. Doch was ist nun eigentlich eine Mittelschule? Das bayerische Schulsystem beginnt mit der Grundschule. Nach der 4. Klasse wechselten die Schüler bisher auf eine weiterführende Schule, die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium, und erreichten so die Hauptschulabschlüsse, die mittlere Reife oder das Abitur. Die mittlere Reife konnte man über die Hauptschule erlangen. Allerdings war dies nicht an jeder Schule möglich. Seit dem Schuljahr 2011/2012 haben sich die bayerischen Hauptschulen zu Mittelschulen gewandelt und bieten so den Schülern immer die Möglichkeit, den sogenannten mittleren Schulabschluss, der vergleichbar ist mit der mittleren Reife, zu erlangen. Wir haben ja in Bayern ein differenziertes Schulsystem. Und das differenzierte Schulsystem hat den Sinn und den Zweck, alle, ganz besonders alle Begabungen und Talente zu fördern. Also einmal die, die mehr theoretisch abstrakt denken, aber genauso die, die mehr anschaulich arbeiten. Insofern ist gerade für diese Gruppe die Mittelschule ganz besonders wichtig. Das Konzept der Mittelschule ist entstanden seit dem Jahr 2007. Da begann die Hauptschulinitiative mit dem Ziel eben der Weiterentwicklung. Und wir haben jetzt das Projekt Mittelschule formal abgeschlossen. In diesem Schuljahr, also im Schuljahr 2012/2013, besuchen insgesamt 208.000 Schülerinnen und Schüler die Mittelschule, und die gehen in insgesamt mehr als 10.000 Klassen. Die Kriterien, welche eine Mittelschule erfüllen muss, sind fest vorgegeben. Jeder Schüler soll den mittleren Mittelschulabschluss erreichen können. Jeder Schüler soll seiner Begabung gemäß ein Praxisfach wählen können. Jeder Schüler soll bei Bedarf ganztägig betreut werden können. Und jeder Schüler soll individuell gefördert werden können. Damit jede Mittelschule diese Punkte erfüllen kann, sind die Mittelschulen in sogenannte Mittelschulverbünde zusammengefasst. Die Mittelschule hier Scheid ist im Mittelschulverbund Regnitztal und arbeitet eng mit ihren anderen Partnerschulen, der Mittelschule Hallandorf, Sassanfahrt und Strullendorf, zusammen. Wird beispielsweise ein Praxisfach aufgrund geringer Schülerzahl in einer Schule nicht angeboten, können die betroffenen Schüler so ohne Kostenaufwand dieses Fach in einer anderen Schule des Verbundes besuchen. Auf der Mittelschule besuchen die Schüler die Regelklasse und können abschließend den Mittelschulabschluss oder den qualifizierenden Mittelschulabschluss erlangen. Leistungsschwächere Schüler können die 9. Klasse in einer Praxisklasse absolvieren und so den Mittelschulabschluss der Praxisklasse erreichen. Außerdem haben die Schüler nach der 6. Klasse die Möglichkeit, in den M-Zug zu wechseln. Nach der 10. Klasse können sie die Prüfung zum mittleren Mittelschulabschluss, also der mittleren Reife, ablegen. Schüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss können sich nach erfolgreichem Besuch der Berufsschule an ihrer Mittelschule den Quabi,
einen qualifizierenden beruflichen Bildungsabschluss ausstellen lassen. In der Regelklasse können die Schüler zudem zwischen der normalen Regelklasse und der Ganztagesklasse wählen. In der Regelklasse wird nach der Stundentafel der Haupt- bzw. Mittelschule unterrichtet. Von der 7. bis zur 9. Klasse kann sich der Schüler zwischen Musik- und Kunsterziehung entscheiden. Und ab der 8. Klasse muss er sich für ein praktisches Fach, also Soziales, Technik oder Wirtschaft entscheiden. In der Ganztagsklasse bleiben die Schüler von montags bis donnerstags, auch am Nachmittag in der Schule. Sie bekommen ein warmes Mittagessen. In den Übungsstunden werden schriftliche Arbeiten erledigt, sprich die schriftlichen Hausaufgaben, sodass sie zu Hause da keine mehr machen müssen. Nach der 6. Klasse können Jugendliche in die M-Klasse übertreten, wenn sie einen bestimmten Notendurchschnitt haben, mit dem Notendurchschnitt von 2,66. Anschließend ist es möglich, von der Regelklasse in die M-Klasse überzutreten. Der Lehrplan sieht für die M-Klassen die gleichen Lerninhalte vor wie für die Regelklasse, aber es kommen noch vertiefte Lerninhalte und einige Lerninhalte mehr dazu. Ein großer Unterschied zu anderen Schulen ist der, dass bei uns an der Mittelschule das Klassleiterprinzip herrscht. Die Jugendlichen werden von einer hauptverantwortlichen Lehrkraft über Jahre hinweg begleitet, in ihrer Entwicklung gefördert und beobachtet, und so entsteht ein besonderer persönlicher Bezug. Wir haben an der Mittelschule die Kernfächer Deutsch, Mathe und Englisch, das Fach Religion, dann natürlich die soziokulturellen Fächer wie Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde und mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie, Biologie und als Besonderheit das Fach AWT, Arbeit, Wirtschaft, Technik und die Praxisfächer Soziales, Wirtschaft und Technik. Der praktische Unterricht gibt den Schülern eine solide Grundlage für das Berufsleben. Das Fach Soziales beschäftigt sich mit Haushalt, Ernährung und sozialem Handeln. Das Fach Technik vermittelt Fertigkeiten im Umgang mit den Materialien Holz, Metall und Kunststoff. Im Fach Wirtschaft lernen die Schüler Grundwissen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie Buchführung. In der 7. Jahrgangsstufe müssen die Schüler alle 3 Fächer belegen, das heißt also, es sind Pflichtfächer. In der 8. Klasse entscheiden sie sich dann für eines dieser 3 Fächer. Und dieses Fach wird dann sowohl in der 8. als auch in der 9. Klasse 4-stündig unterrichtet. Im Prinzip gibt es keinen großen Unterschied zwischen Regelklasse und M-Klasse, denn alle Schüler, also auch die M-Schüler, müssen zunächst einmal die Grundlagen in den einzelnen Bereichen kennenlernen. Ein Unterschied ergibt sich dann später in einem etwas höheren Anspruchsniveau für die M-Schüler. Sowohl der qualifizierende Schulabschluss als auch der mittlere Schulabschluss wird in dem Praxisfach mit einer Projektprüfung abgeschlossen. Besonders wichtig sind auch die Berufspraktika in der 8. Klasse und in der 9. Klasse. Dabei kooperieren die bayerischen Mittelschulen mit Unternehmen in ihrer Region. Die Mittelschule Hirscheid arbeitet so unter anderem mit dem Möbelhaus XXXL Neuber zusammen. Für Mittelschüler und auch für andere Schüler, Realschüler, ist das Praktikum sehr wichtig. Sie können einmal in den Betrieb reinschnuppern und können vielleicht Berufswünsche nochmal korrigieren. Also absolutes Muss, finde ich. Mit Mittelschülern habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir hatten bis jetzt eine große Auswahl. Wir konnten aus den Vollen schöpfen. Wir haben uns natürlich die Besten rausgesucht. Mittelschüler, das sind die Praktiker eigentlich. Hervorzuheben ist auch die Förderung von eher ungewöhnlichen Praktika und Berufswünschen der Schüler. Also der Beruf, der nennt sich Kindergärtner. Oder jetzt hier. Ja, ich habe diesen Betrieb gewählt, weil ich gut mit Kindern kann und weil es meine Verwandten gesagt haben, dass ich das gut kann. Ich denke noch darüber nach, dass ich den Beruf vielleicht ausüben könnte. Also deshalb mache ich ja das Praktikum. Ich schätze solche Praktika als sehr wichtig ein, weil die jungen Leute erst mal sehen müssen, in welche Richtung sie überhaupt beruflich mal gehen können, was ihnen Spaß macht. Was ich jetzt an dem Praktikanten besonders gut finde, weil es halt auch einmal ein männlicher Praktikant ist und es kommt bei den Kindern ganz toll an. An der Mittelschule gibt es insgesamt 3 Schulabschlüsse. Das ist zum einen der normale Mittelschulabschluss. Dann ist es der qualifizierende Mittelschulabschluss und zum dritten der mittlere Mittelschulabschluss. Und das ist vergleichbar mit der mittleren Reife.
Die Fächer beim qualifizierenden Mittelschulabschluss sind Deutsch, Mathe verpflichtend. Dann ist als Fach noch die Projektprüfung dabei. Die besteht aus ABT und dem Praxisfach, also entweder Technik, Wirtschaft oder Soziales. Und dann hat man noch die Möglichkeit zu wählen zwischen Englisch, GSE und PCB. Und noch die Möglichkeit zu wählen im sechsten Bereich zwischen Religion, Kunst, Musik, Sport und Informatik. Bestanden hat man einen qualifizierenden Mittelschulabschluss, wenn man in der Prüfung nicht schlechter ist als die Note 3,0. Die Fächer beim mittleren Mittelschulabschluss sind Deutsch. Da hat man eine schriftliche und eine mündliche Prüfung, sprich ein Referat. Dann Mathematik, da hat man eine schriftliche Prüfung. Dann Englisch, auch schriftliche und mündliche Prüfung mit einem Referat. Und dann die sogenannte Projektprüfung, das heißt Wirtschaft, Technik, Soziales, das Fach, das man belegt hat, als Praxisfach kombiniert mit ABT. Die Prüfung für den mittleren Schulabschluss ist im Mitte Juni bis Ende Juni. Bei der Prüfung werden die Jahresfortgangsnoten aus verschiedenen Fächern in die Gesamtnote mit einberechnet. Den mittleren Mittelschulabschluss hat man bestanden, wenn man maximal in einem Fach schlechter als 4 ist. Also wir sind sehr stolz darauf, dass an unserer Schule durch die Bank eigentlich alle Schüler den mittleren Mittelschulabschluss bestehen, die auch zur Prüfung antreten. Nach dem bestandenen Abschluss der Mittelschule steht der Weg in Beruf oder weitere Schulbildung offen, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. Mit dem Mittelschulabschluss, also dem erfolgreichen Besuch der 9. Klasse, können die Jugendlichen eine Berufsausbildung angehen oder, bedingt abhängig von dem gewünschten Beruf, an eine Berufsfachschule gehen. Mit dem bestandenen qualifizierenden Mittelschulabschluss sind beide Möglichkeiten uneingeschränkt möglich. Der mittlere Mittelschulabschluss bietet zusätzlich noch den Besuch einer Fachoberschule als Möglichkeit, bei Bedarf über einen Vorkurs oder eine Vorklasse, welche den Übertritt erleichtern. Ein Beispiel für eine Ausbildung ist der Beruf des Orthopädietechnikers, den man bei der Firma Meditim in Bamberg erlernen kann. Wir haben durchweg positive Erfahrungen mit Mittelschülern gemacht. Von daher setzen wir immer auf den Menschen als solches und nicht so sehr, ob er jetzt einen mittleren Abschluss oder einen höheren Bildungsabschluss hat, sondern der Mensch selbst ist uns wichtig und von daher setzen wir auch immer ein Praktikum voraus, in dem er zeigen kann, ob er zu uns kommen will, ob er bei uns arbeiten will und die Ausbildung bei uns tätigen will. Die Mittelschule ist eine sinnvolle Innovation, die ein wichtiges Bindeglied zwischen der Hauptschule und der Berufsausbildung sein kann. Mit der Reife kann man jeden dualen Beruf ergreifen. Unsere Erfahrungen sind bemerkenswert, als die Schüler sehr gut mithalten können mit den anderen Realschulabsolventen und Wirtschaftsschulabsolventen. Und sie zeichnen sich bisweilen durch eine stärkere Motivation aus, durch eine stärkere Selbstmotivation. In der Oberstufe, das gilt fürs Gymnasium ähnlich wie für die berufliche Oberstufe, gehört neben Begabung, Fleiß, insbesondere die nötigen Vorkenntnisse dazu. Und da muss man sagen, dass ein Realschüler natürlich zunächst mal begünstigt ist, aber auch mittlere Reifeschüler von der M10, also von der Mittelschule, haben durchaus eine Chance, wenn sie die entsprechenden Noten mitbringen. Für den Fall, dass nicht nur lauter Einser und Zweier im Zeugnis stehen, gibt es seit diesem Jahr eine Vorklasse, wo wir auch Schüler aufnehmen können, die ja, im mittleren Feld der Notenskala liegen. Die Mittelschule legt also ein stabiles Fundament für einen breit gefächerten Bildungsweg. Zusätzlich stärkt sie die sozialen Kompetenzen der Schüler in diversen Projekten, wie beispielsweise gegen Gewalt und für Zivilcourage. An der Mittelschule in Hirscheid entsteht so ein Streitschlichterhäuschen, bei dem die Schüler ihre Differenzen durch ausgebildete Mitschüler, den Streitschlichtern, selbstständig aus der Welt schaffen können. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, die sozialen Kompetenzen zu fördern. Ich denke, das ist nicht nur im alltäglichen Zwischenmenschlichen wichtig, sondern auch zum Beispiel für die spätere berufliche Laufbahn. Also die Probleme sind ganz vielfältig. Das geht von Problemen in der Klasse über Probleme mit Eltern, mit Lehrern. Hauptthema ist zum Beispiel auch Mobbing. Cybermobbing ganz aktuell ist immer wieder ein Thema. Ich glaube nicht, dass die Probleme hier an der Mittelschule von den Schülerinnen und Schülern schwerwiegender sind als bei anderen Schülern.
Das sind einfach ganz alterstypische Probleme, mit denen die Schülerinnen und Schüler kommen. Das ist einfach die Jugendphase, wo man sich ein bisschen austestet und versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Und das finde ich was völlig Normales. Zusätzlich zum Unterrichtsalltag punktet die Mittelschule auch an anderer Stelle. Sie bietet den Schülern ein weites Spektrum an Zusatzangeboten, die nicht nur Spaß machen, sondern auch das Verhältnis der Schüler untereinander stärken. Dazu gehören Sport, Kochen oder auch die Bandklasse, in der allen Fünftklässlern die Möglichkeit gegeben wird, ein Instrument zu erlernen. Die offene Ganztagesschule ist ein spezielles Zusatzangebot an der Mittelschule in Hirscheid. Vormittags gehen die Schüler in die normalen Klassen und besuchen den ganz normalen planmäßigen Unterricht. Und Nachmittag haben sie die Möglichkeit, in die offene Ganztagesklasse zu kommen. Sie bekommen also eine ganztägige Betreuung. Nach der Hausaufgabenbetreuung beginnt die Zeit der individuellen Förderung. Und wenn die beendet ist, haben die Schüler die Möglichkeit, einen Tag in der Woche in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. Diese sind beispielsweise das Kindermusical. Handwerken? Klettern? Zumba? Oder Selbstverteidigung? Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, an verschiedenen Förderunterrichten teilzunehmen. Sie können dabei Mathe, Deutsch oder Englisch besuchen. Die Mittelschule in Bayern. Praktisch, vielseitig und schülerorientiert. Sie bereitet die Schüler auf die Ausbildung vor und ebnet den Weg zu weiterführenden Bildungswegen. Sie stärkt die jungen Menschen, fordert und fördert ihre Persönlichkeit. Die Mittelschule. Die moderne Schule für ein modernes Schulsystem. Ja, also ich finde die Mittelschule gut. Da sind Alternative zur Realschule. Ich war selber schon auf der Realschule. Nur da finde ich die Mittelschule einfach viel besser. Ich finde die Mittelschule schön. Also ich finde die Mittelschule gut, weil wir so nette Lehrer haben und weil die Schule einfach schön ist. Die Mittelschule ist eine Schule, die ihre Schüler erfolgreich auf das Berufsleben vorbereitet. Die Mittelschule ist meiner Meinung nach eine echte Alternative zur Realschule. Die Mittelschule ist für mich eine weiterführende, berufsorientierende Schule. Ich sehe die Mittelschule gerade mit dem M-Zug als Schule für die Meister von morgen. Die Mittelschule ist für Schülerinnen und Schüler nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Lebens. Die Mittelschule ist für mich ein Lern- und Lebensraum, der die Schüler dort abholt, wo sie stehen und nicht nur Kopf, sondern vor allem Herz und Hand fordert und fördert. Die Mittelschule ist eine Schule, in der alle Schülerinnen und Schüler leistungsgerecht, begabungsgerecht gefördert werden und so für das spätere berufliche, aber auch private und gesellschaftliche Leben optimal vorbereitet werden.